Willkommen hier im Deutsche Bank Park, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie recht herzlich zum heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie ganz herzlich an den Mikrofonen. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Interessante Geschichte hier, Wolf. Es kann losgehen und wir freuen uns auf eine reizvolle Begegnung. Und so sieht sie aus, die Startelf von Eintracht Frankfurt. Schauen wir auf die Formation, wird ein 3-4-3 heute bei Ihnen. Ja, das auch noch sehr offensiv ausgerichtet. Nicht nur die erste Linie, auch das Mittelfeld steht hoch. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Im Tor ist Manuel Neuer. Leon Goretzka steht gemeinsam mit Joshua Kimmich auf den zentralen Positionen. Und im Sturm werden wir bei Ihnen zu Beginn des Spiels nur einen Angreifer sehen. Wie die Bayern in den letzten Jahren aufgetreten sind, das ist schon Wahnsinn, oder? Definitiv. National waren sie so konstant wie vielleicht noch nie davor. Auch in Europa ging es weit, aber der letzte Schritt hat eben wieder gefehlt. Das Spiel beginnt, die Bayern mit dem Anstoß. Sané, guter Pass. Ball abgefangen nach diesem Steilpass. Jetzt nochmal die Bayern. Leroy Sané. Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Ecke kommt in den 16er. Ball ist erstmal wieder raus. Matthijs de Ligt. Sadio Mané. Mané, was für eine Parade. Aus dieser Distanz, starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Kimmich führt aus. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Kimmich! Da wehrt er ab. Kostic. Sadio Mané könnte heute ein ganz entscheidender Spieler sein. Und nicht nur durch seine Torgefahr, auch mit seinen Pässen immer wieder brandgefährlich. Den Ball hat er. Pass kommt nicht an. Nur Müller. Ball ist bei Goretzka. Gute Chance für Mané. Gefährlich, immer noch. Sie machen das Tor und irgendwie was abzusehen. Ja, sie sind bislang die stärkere Mannschaft, tun mehr für die Partie, ist eine verdiente Führung. Da ist das Tor nochmal und es ist nicht zu übersehen, da sind sie viel zu passiv. Müssen irgendwie doch den Ball aus dem 16er kriegen. Unglaublich.
Jetzt liegen die Bayern vorne. Die Nummer 25, Thomas Müller. Klasse Zuspiel. Vielversprechende Situation hier, aber der Ball geht leider zum Gegner. Mané. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Jetzt können sie klären, hätte sonst gefährlich werden können. Rode. Kostic mit dem Ball. Sie suchen die Lücke. Es gibt Einwurf für den FC Bayern. De Ligt. Gnabry im Ballbesitz. Kimmich. Mané. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Jetzt können sie flanken. Oh, und jetzt der Zug nach innen. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. So. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Mané. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Ecke jetzt. Vielleicht können sie die Führung ausbauen. Es wird Abschluss geben jetzt. Die Bayern im Vorwärtsgang. Aber wir sehen's. Ballverlust. Und direkt zurückgespielt. Jetzt die Gelegenheit zur Flanke. Lucas Alario. Mario Götze. Da machen sie zu. Wichtige Aktion. Sie klären. Und die Balleroberung. Wichtig. Mané. Gnabry im Ballbesitz. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Thomas Müller. Zurück zu Müller. Guter Pass. Jetzt die Chance. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung dieses Treffers. Zunächst der ruhige Aufbau und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualität, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Eine Minute gibt es obendrauf. Ganz energisch, sie kämpfen um den Ball. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2-0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Ganz starkes Spiel von Sadio Mané. Er hat sein Tor schon gemacht und ist auch ansonsten immer wieder gefährlich.
Die Eintracht hat Anstoß. Weiter geht's mit der zweiten Hälfte. Die Gelegenheit für die Flanke. Ballbesitz ist weg. Gnabry. Goretzka. Ja, der Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Anspiele immer wieder. Sehr souverän. Sadio Mané. Serge Gnabry. Mané hat den Ball. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Evan Dika. Götze am Ball. Zufrieden ist er nicht, das sieht man. Die Anspiele gefallen ihm nicht. Und Götze. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Bei den Bayern sehen wir im bisherigen Spielverlauf eine erstklassige Ballbesitzquote. Und sie wirken sehr zielstrebig. Kommen gut vors Tor, kommen gefährlich vors Tor und rausgekommen ist die Führung, die verdiente Führung. Durchwachsene Ballannahme, aber er behält dennoch erstmal trotz Bedrängnis den Ball. Kostic. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Sie haben den Ball. Gnabry. Und jetzt Thomas Müller in der Offensive. Kostic. Philipp Kostic. So, jetzt die Frankfurter. Hereingabe in die Mitte. Weiter gefährlich nach dieser Parade. Den hat er und damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Aber davor die Parade, die war natürlich sensationell. Gnabry. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Aber jetzt ist der Ball weg, da machen sie nichts aus dieser Szene. Kostic. Rode. Weiter dieser Angriff, da bieten sich ihnen jetzt mehrere Optionen. Götze. Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen gehen. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Guter Pass jetzt. Unaufhaltsam. Sané. Herrlich bringen sie da den Ball blitzschnell nach vorne und dann dieses wunderbare Tor. Alles, aber auch alles richtig gemacht. Da hat alles gepasst und sie dürfen zu Recht jubeln. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann kommt dieser harte Ball auf der Halbdistanz. Das ist wunderbar getroffen. So tolle Technik. Drin ist der Ball. Unhaltbar. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Evan Dika. Rode. Kostic. Viel Platz für den Konter jetzt. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Kann er den Ball behaupten? Geht da voll in diesen Zweikampf. Bore. Götze am Ball. So. Sebastian Rode. Klasse Aktion. Er kann es machen. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit.
Sané. So, was machen Sie draus? Goretzka. Schöner Volleyschuss. Was für eine Aktion. So, gerade eben noch verhindern Sie das Tor. Was für eine Rettungstat. So. Rode. Lucas Alario. Mario Götze. Geht nach innen. Der Ball kommt. Klasse Pass, könnte was werden. Das ist der Schlusspfiff. Die Gastgeber haben heute also verloren. Tja, herbe Niederlage. Das hatten sie ganz anders vorgestellt. Entscheidend werden die Schlüsse sein, die sie aus diesem Resultat ziehen. Das war auf jeden Fall ein gutes Spiel von Sadio Mané. Wie ist dein Kommentar zu ihm?